So, meine Damen und Herren, einen riesigen Applaus für den ersten Platz des Badewannenrennens 2016. An die Mannschaft, die Wilden Frösche, Sieger Wannenstechen 2016 in der Männerdisziplin und auch Sieger in der Gesamtwertung. Ich überreiche euch den Pokal. Ihr wisst, das ist ein Wanderpokal. Ihr habt damit die Verpflichtung, nächstes Jahr wieder zu starten. Aber das war euch ja gewiss. So, und da ihr nun bewiesen habt, dass ihr wassertauglich seid, da könnt ihr das auch nochmal weiter trainieren. Es gibt für euch Gutscheine vom Stadthafen zur Ausleihe von, muss ich ablesen, 3 Stunden, 3er-Kanadier. Jetzt ist das bei eurer Mannschaftsgröße, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das switchen wir nochmal so um, aber ihr dürft auf den Leipziger Gewässern auf Kosten des Bürgervereins 3 Stunden rumschippern. Das nehmt ihr mal als Trainingslager, weil ihr müsst ja nächstes Jahr den Preis wieder verteidigen. Herzlichen Glückwunsch und nochmal vielen Dank an den Leipziger Stadthafen. Und donnernden Applaus. So, und jetzt müssen wir alle nochmal ein Stück zusammenrutschen, ne? Ja, jetzt liebe Mannschaft, ne? Ihr seht.